zehn großen Zeichen. Erstens, der Mehdi, das wird ein Nachfahre von Hassan sein und sein Name wird sein Muhammad ibn Abdullah und er wird Frieden auf die Erde bringen und man sagt, dass Isa, Jesus, wenn er zurückkommt auf die Welt, hinter ihm beten wird. Dann der Dajjal, der Antichrist, er ist ein Mensch, auf einem Auge blind, hat zwischen seinen Augen Käfer stehen, was erkennbar ist für den Mu'min, für den Gläubigen. Und er kann Mekka, Medina nicht betreten, hat ein Paradies und er gehört zu den großen Zeichen. Unglaublich, was er für Dinge macht. Und dadurch glauben einige, dass er Gott ist, weil er solche Zeichen bringt, um die Leute zu verführen. Aber warum glauben die Muslime nicht, dass er Gott ist? Weil wir Muslime wissen, dass Gott kein Mensch ist. Oder auf einem Auge blind ist, weil wir die perfekte Beschreibung von Gott haben. Laysa kamithli shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und ist der Allhörende, der Allsehende. Kullu ma khatara bi balik, fallahu laysa kadhalik. Alles, was dir in deinen Gedanken kommt, so ist Allah anders, so ist Gott anders als dies. Er ist nicht irgendein Mensch mit einem weißen Bart, der im Himmel sitzt, a'udhu billah, sondern Allah ist Allah. Allah ist der allmächtige Gott über unserer Vorstellungskraft. Perfekter als alles, was du dir vorstellen kannst. So. Er hat einen Paradieskanon und ein Höllenfeuer mit sich. Wie er das macht, wissen wir nicht. Aber es gehört ja zu den großen Zeichen. Deswegen ist es ja auch so unfassbar. Dann. Er schneidet einen in zwei Teile und setzt ihn wieder zusammen. Und die Leute sagen, boah, der hat Leben gebracht. Aber wir wissen, das kann nicht Gott sein. Denn Gott ist kein Mensch. Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Dann, der Dajjal wird am Ende von Isa besiegt, von Jesus besiegt. Das ist das dritte Zeichen. Jesus kommt herab, östlich von einem weißen Minarett in Damaskus mit Engeln. Das muss man sich vorstellen, das ist jetzt jüngster Tag. Das sind die großen Zeichen. Deswegen werden die großen Zeichen genannt. Das heißt, das kann jetzt keiner mehr verleugnen, das ist zu krass sozusagen auf gut Deutsch. Ja? So. Er tötet den Dajjal, danach gibt es eine große Schlacht mit den Juden, Jizya, ja? Die Schutzsteuer wird abgeschafft, Kreuz wird zerstört und er wird mit der Botschaft des Propheten Muhammad a.s. die Welt beherrschen.